Hallo und herzlich willkommen. Heute würde ich euch gerne zeigen, wie ihr Kristalle farmt und vor allem, wo ihr die Kristalle farmt. Leider spinnt mein Ankylosaurus ein bisschen. Der läuft irgendwie automatisch, warum auch immer. Vielen Dank übrigens an die Community, die mir die Tipps gegeben haben, dass man mit dem Ankylosaurus eigentlich gar keine Steine und Flints farmen sollte, sondern eher Kristalle und Metall. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auf den Bergen haben wir Kristalle oder auch in Unterwasserhöhlen. Ich mach mal hier kurz, dass ich ein bisschen reden kann. Wie gesagt, Kristalle findet ihr zum ersten in Unterwasserhöhlen, einige in normalen Höhlen oder halt auf Bergen. Ich gehe ganz gern auf Berge. Ich weiß nicht, Höhlen mag ich irgendwie nicht so. Muss ich immer mit dem Raptor rein und dann kann ich nicht so viel tragen. Also gehe ich lieber in die Berge. So, wenn ihr dann hier die Kristalle seht. Dann gucken wir mal, was er macht. Er baut noch ein bisschen mehr ab, nicht nur die Kristalle. Und dann gucken wir uns das Ganze mal beim Metall ab an. Irgendwie will er das wohl gerade. Jetzt kommt hier langsam Metall. Und die Community hat auch übrigens erwähnt, je mehr Melee-Damage bei dem Ankylosaurus geskillt wird, desto mehr baut er natürlich ab, was natürlich plausibel erklingt. Hier haben wir jetzt auch noch mal ein paar Kristalle. Er baut nicht nur die Kristalle ab, sondern baut auch noch die ganzen Bären ab, die hier rumfliegen. Dann soll er hier noch mal. Das ist echt nervig, dass der hier von alleine läuft. Nee. Naja, lassen wir den einzelnen mal stehen. Ich glaube, da oben sind noch ein paar. Und dann gucken wir mal, wenn wir hier jetzt gleich abgebaut haben, was die Ausbeute sagt. Nachdem wir uns jetzt hier erstmal Platz gemacht haben. So, hier haben wir auch noch mal ein paar Kristalle. Rums die Bums. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht hier automatisch runter. Na, irgendwie habe ich das mit dem Kristallfarmen noch nicht so raus. Jetzt. Ja, dann stellen wir uns halt direkt vorne dran. Funktioniert irgendwie besser, wie wenn wir versuchen, die Keule hinten am Schwanz auszurichten. Und auf jeden Fall kriegt ihr damit mehr Kristalle raus, wie wenn ihr mit der Pickaxe draufhaut. Und da sind wir auch schon wieder Level up. Und jetzt nehmen wir die hier vorne auch noch gleich mit und dann sehen wir, was wir jetzt an Kristallen abgebaut haben. Oh, wir haben einen Rare Mushroom. Ja, so seltene Sachen kriegt ihr übrigens auch raus, wenn ihr das abbaut. Jetzt will er irgendwie nicht laufen. Gucken wir mal kurz ins Inventar rein. Hier haben wir so eine seltene Pflanze zum Beispiel. Muss ich nochmal gucken, wofür die sind. Und ja, wie ihr seht, haben wir jetzt 51 Metall abgebaut. 71 Kristalle. Ich vermute mal, der ist einfach zu schwer. Ich droppe das jetzt einfach mal. Nein, nicht alle Items, sondern nur das Metall. Und dann sollten wir eigentlich auch wieder laufen können. Oder auch nicht. Egal. Ihr habt jetzt gesehen, wo man am besten die Kristalle findet, wie man die Kristalle farmt. Und dann sage ich mal, danke fürs Zugucken. Lasst mir doch ein Like oder sogar ein Abo da. Und bei Fragen natürlich könnt ihr oder Vorschlägen einen Kommentar unten reinposten. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Tschüss.